Und willkommen zurück zu Titan Souls. War richtig, ja, Titan Souls. Wir sind jetzt hier in dieser Lava-Welt und haben drei Bosse vor uns, beziehungsweise ich. Ha! Ach! Ah! Wir sind so ein Free-Boss, ey. Oh! Oh, der sieht aber süß. Guck mal, der eine Schleife. Oh, der lächelt. Ich will den gar nicht töten. Oh. Ja! Ich dachte, er wollte nur mal umarmen werden. Nach 25 Sekunden der erste Tod. Ups. Man wollte nur umarmen. Der war. Dieser, das sah jetzt aber zu niedlich aus. Nicht töten. Ich kann doch gar nicht auf sowas Niedliches schießen. Ja, lasst uns doch Freunde sein. Oh. Was muss ich denn? Was zum Teufel? Oh, jetzt zieht die wieder ran! Muss ich die Schleife treffen? Schätze. Okay, noch geht's. Okay. Muss irgendwie so seitlich dran? Ich weiß nicht. Komm ich da nicht einfacher hin? Oh, nee. So nicht. Nee. Nee, geht nur so rum. Nee, da geht's auch. Ja, nur halt, musst immer die Treppe nehmen. Das ist ein so lahmarsch. Ja, aber Treppe ist, glaube ich, schneller als Klettern, oder? Ja, das stimmt wohl. Ja, spuck dein Zeug. Wo ist der? Der Pfeil steckt. Hallo! Hast du dem im Mund geschossen, oder? Ja! Muss das rausziehen, wenn der spuckt. Was ist das? Du ziehst ihn ran! Ja! Achso, warte, ich hab eine Idee. Ist das eine Bombe oder so? Ach, okay. Ah, war jetzt aber ein guter Zufall, dass wir das rausgefunden haben, ey. Das war kein Zufall. Das war alles geplant. Ja. Flupp! Ach. Nein! Aber voll niedlich. Ah! Ja, da, direkt. Oh, das ist voll mies. So. Jetzt macht er wieder so ein. Nee, ich dachte, er darf nicht darauf gucken. Jetzt ist. Peng. Vielleicht kann er dich ja auch einsaugen. Hättest du den vorhin ja fast gehabt. Ja, da hätte ich. Hab noch nicht schnell genug gecheckt. Das ist wieder so ein scheiß Zeitfenster wie beim Ritter. Ja. Aua. Bock. Aber machbar. Denke ich. Ja, den schaffst du. Wobei erstmal in den Mund zu schießen, ist auch nicht. Wobei das. Nee, das ist eigentlich einfach. Ah, Mist. Okay, kannst du so gesehen direkt am Anfang machen, wenn er hinten hat. Das hängt am Arsch. Oh. Mhm. Ja, ich kann aber warten, bis er einfach spuckt. Lustig, wenn du von dem Ding glatt gewalzt. Aber süß. Ich glaube auch nicht, dass die böse sind. Es kommt, ist bestimmt irgendwie so ein bisschen. Ja, wir sind eigentlich das Arschloch. Ja, ich glaube schon. Nein! Ach. Hat der schon wieder so ein Ding gespuckt? Ne. Ah, der die Kacke. Ja. Na, lass ihn am besten kaputt machen. Ja. Oh. Ja, spuck hier hin. Nee. Das ist doch gar nicht so leer, war vorhin eigentlich mehr Zufall. Ja. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Die Bombe ist im Arsch. Ihr macht die Augen aber so ganz groß. Jetzt kann ich hin. Nein! Ja, da war ich umzingelt. Ah, fuck. Da war ich umzingelt. Ja, man merkt schon so ein bisschen das Adrenalin, was auch bei Dark Souls da ist. Das könnte aber auch die Energy-Dose sein. Ja, nur hier sind die Folgen nicht so schlimm. Du stirbst und gehst wieder hin. Ja. Bei Dark Souls ist es ein bisschen mieser. Ja, stimmt, weil du dann auch mal denkst, wenn ich den jetzt töte, dann. Wenn ich jetzt. Verkacke, dann ist wieder alles weg. Und schießt er wieder. Ich warte, bis der dieses Zeug. Ich hab überlegt, was ist denn, wenn du den schon, während der die Kugel schießen will, an dich ranziehst? Weil der schießt ja eh in deine Richtung. Dass du den schon mal ein bisschen näher holst. Ach, genau, einem so einen kleinen, komischen Popel. Also, ja, ich weiß, was du meinst.
Also der lädt sich auf, dann ziehst du ihn schon mal, dann kommt ja die Kugel auch in deine Richtung. Die Kugel? Die Kugel schießt ja in die Richtung, wo der hinguckt. Achso, ja. Er stellt sich so hin, dass der so gesehen auf dich guckt. Mhm. Und während der so am Husten ist, ziehst du den schon an dich ran. Okay. Flupp. Ja. Okay, du, das ist irgendwie angenehm, dass du nicht... Trifft der? Nee. Das wäre jetzt eigentlich perfekt. Mir ist aufgefallen. Zieht er dann gleich um mich? Der versucht ja immer weit weg von dir zu sein, ne? Ja. Dann geh doch mal auf die andere Seite jetzt, sodass er auf die Seite der Kugel geht. Nein! Ah, okay, ich weiß es. Weißt du, dann ist du oben links, er unten rechts. Ja. Vielleicht macht er die auch so kaputt, dass du ihn gar nicht hinziehen musst. Da müsstest du theoretisch gesehen nicht mal zu seinem Mund schießen. Als Trick ja, ich mach's trotzdem mal sicher, als wenn er dahinter steht, kann ich ihn dann dahinter zuschießen. Weil das ist ja kein Akt. Ja. Flupp. So, jetzt schießt er den. Jetzt versuchst du auf die andere Seite zu kommen. Ja. Wo musst du gesehen noch? Ich glaube, sie hat ihre eigene Taktik nicht verstanden. Jetzt wäre sie schon mal nah dran. Ich glaube, ich versuch's. Nein! Nein! Boah, nee, halt, geht die Kacke, lass sie kaputt machen. Ist kaputt? Ich weiß es nicht, ich hab keinen Bomben gehört. Achso, wow. Die sieht jetzt aber auch echt blöd. Komm. Ja. Oh, jetzt schießt er schon wieder. Nein. Scheiße. Nein! Ach. In den Lavapopel gerollt. Ja. Der ist schon ein bisschen mies. Oder sie. Sie ist ein bisschen mies. Steht dein Name? Aber sie ist niedlich. Gute Frage. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, Kot. Nennen sie Foi Foi. Foi Foi. Sieht aus wie Kot. In den Arsch. Schießt du Frauen immer in den Arsch? Immer. Du darfst jetzt zu früh. Du musst ein bisschen weiter weg. Ja, die schießt auf mich. Und die Bombe verfehlt. Ja, vorhin habe ich die so gut bekommen, da habe ich einfach gar nicht drauf geachtet. Also da habe ich sie einfach rangezogen. Aua. Bock. Bong, bong, bong. Gefährlicher Gehirnschaden, bevor wir da anfangen. Flupp. Die ist so niedlich. Ich bin... Oh, jetzt. Guck mal, jetzt. Ist doch gar nicht so weit weg. Ah, scheiße. Die ist im Arsch. Boah, er ist fast reingerollt. Ja. Du musst sie echt so an den Rändern ein bisschen näher ziehen und dann... Nein! Oh. Du musst weiter weg von der Kugel. Du musst echt so gucken, dass du so unter oder über der Kugel bist, den Rand ziehst und dann das letzte Stück dann halt hinter die Kugel. Ja. Und das noch nicht zu nah an der Kugel, sonst treffen die scheiß Lava-Dinger das Ding wieder. Schieß einfach so eine Bombe, ey. Ich produziere meinen Bauch auch immer Bomben. Ich produziere. So. Ich produziere mich nicht. Na, jetzt hab ich's fast vergessen. Oh, ja. Komm, jetzt stehe ich mal ganz nah bei ihr. Hey, das war gar nicht so schlecht. Ah, scheiße. Na, ich dachte, vielleicht hätte ich den Radius. Gar nicht so weit weg. Ja, ich. Das sind die Kugeln nicht. Wow! Los ranziehen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Was ist denn dein Problem? Nein! Was zum Teufel? Aber die Idee ist gut. Die Umsätze waren schlecht. Ah! Jetzt aber. K-
Kennst du Gillette Abdil? Was? Das ist so ein komischer Typ, der gibt so YouTube-Videos. Der ist total bescheuert. Dann kommt der Mann mit: Ich rasier euch! Aber Nacko! Und dann rastet der einfach voll aus. Und dann gibt's da so voll viele Verarsche-Videos zu, wo die einfach die Tonspur dazulegen. Alter, hör auf! Jetzt ran da. Oh, und ranziehen! Nein! Der wäre so schön gewesen. Ja, jetzt auch gleich mal. Jetzt habe ich aber die Taktik. Jetzt habe ich die Taktik. Ja, muss ganz, ganz nah bei ihnen ran. Wie war es? Drei Bosse in dieser Folge? Ich habe ja noch 10 Minuten. Ja, vielleicht sind das ja wieder so Free-Kills. Ja. Die schaffst du. Ich fühle mich immer noch verarscht. Das ja gut, anderthalb Bosse hast du. Nein, zwei. Man kann ja auch nicht halb schwanger sein, ne? Ja. So, ganz ruhig. Ja! Endlich! Scheißvieh! Jetzt kommt das in. Ja, man darf absolut nicht in Granik verraten, in Panik geraten. Granik paniken. So. Ich find's immer noch. Hat cool, der schon immer schwarze Augen? Ja. Das hab ich mich auch gerade gefragt. Aber ich find's trotzdem cool, wenn wir uns verändern würden vom Aussehen. Wir sehen immer aus wie so ein kleiner Pimp, ey. Tom. Thomas. John. Thomas. Thomas. Thomas, die Lokomotive. Jetzt habe ich zumindest den Druck weg, dass ich einen Boss getötet habe in der Folge. 8 zu 2,5. 8 zu 3. Also ich gehe jetzt einfach links rum. Mach den jetzt auch eben platt. Immer eben. Ja, drück den. Oh nein! Toll! Weißt du, dann schaffst du nicht und dann darf ich das Scheiß in der Kill. Ja! Alter! Degenerierter Ball, ey. Aua. Das ist Captain Magma, Junge. Captain Magma. Rote Rakete. Rote Rakete. Geh weg. Jetzt raste aus! Hallo! Ah. Ja. Ich finde das toll, wenn die Story so tiefgründig ja ist und so nicht vorhanden. Jetzt habe ich wenigstens meinen Fall. Ja, und so lass dich mal nicht überrollen. Oh, Alter, Falter. Nein, das wäre so schön. Oh Gott, der macht eine Feuerspur. Ja! Zwei! Du Lacker! Nein, das war vollkommenes Gönnen. Ich sag doch, den mache ich auch noch eben. Vielleicht schaffst du deine drei noch. Ja, krass. Ich habe innerhalb von 3 Minuten 2 Bosse getötet. Endlich, dann muss ich ja doch nicht das ganze Spiel alleine machen. Eine Folge haben wir ohne. Okay. Toll, dann muss ich in das Schneegebiet. Weißt du? Das dreckigste Scheißgebiet im ganzen Spiel. Ne, wir wissen eigentlich. Ja, da war nur so ein kleiner Fisch. Ein kleiner Fisch, ja, ey. Den haben wir, den hast du ja noch mal kurz ausprobiert. Du gesagt, das ist deine Aufgabe. Es muss nach rechts. Link. Unten, ne? Roll. Darf ich darüber rollen? Ich versuch's nicht mal nicht. Machen. Ah, das sieht schon aus wie ein Boss, oder? Das sah echt so aus. Wahrscheinlich jetzt oben irgendwie eine Tür. Oh nein. Das ist ein Boss, oh Gott. Hot. Ja, nee, komm. Toll! Ah, ich hab den Squad gefunden. Alter! Aber ich kann mich gar nicht kurz. Nein! Ist der mies! Ich klar kann man ihn gut treffen, wenn er auf der Stelle bleiben würde. Ja, wenn würde. Wenn. Hätte, Fahrradkette. Jo. Roll. Aber diese Stellen sind mies. Ich hab's ja jetzt noch nicht ausprobiert, ob ich zu dann sterbe. Wow. Nicht, dann wär's um einiges. Nee, okay, ich sterbe nicht. Ja, okay, dann ist es doch etwas leichter. Boah! Alter! Falter! Ich hämmer einfach nur auf die A-Taste, damit ich. Der tickt aus, der tickt. Hallo! Ja. Mach mal eine andere Phase. Kill den nochmal. Ja. Hauptsächlich mal zum Schießen. Ich dachte, lass den Pfeil irgendwo liegen.
man jetzt die ganze Zeit. Alter. Aber aus den Lava-Dinger kommt so Feuer raus. Na toll. Ja, weil ich das wahrscheinlich jetzt. Ne, ich wollte die Takt. Ja, ja. Klatsch, klatsch. Ich mach dich kaputt. Ich hab's verstanden. Oh Mann. Junge, Junge, Junge. Okay. Aber es ist für ein sehr befriedigendes Gefühl, dass du weißt, du musst den nur einmal treffen. Ja. Und dass du weißt, dass ich gleich dran bin, würde ich nicht machen. Ja, ich will den aber töten. Also. Boah. Was hat er jetzt gemacht? Ah, du, wenn du um den na. Rumläufst. Nein, nein, hör auf doch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Der hebt am Rand die Arme hoch. Oh, da war er gerade, oder? Nee, er war mit dem Kopf zu dir. Achso. Aber wenn du um den rumläufst, dann dreht er sich so komisch. Bong, bong, bong. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das überlebt habe gerade. Ja, auch nicht. Ja, weil der am Rand immer den hochgehoben hat. Der musste immer über die Mauer drüber. Ich, hoffentlich gehört das nicht zur Boss-Taktik, weil das schaffe ich nicht nochmal. Die Musik ist aber cool. Dem, ja. Dem, 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 dem. Nee. Oh, alter Falter. Was soll ich denn hinter dir? Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre... Geh mal nah an den Rand, in den Kopf. Ja. Hast du gesehen, was er da an den Armen hat? Ja, an den Kopf, nicht an die Arme. Boah, das ist immer so knapp. Ich denke mal, du bist tot. Ja, ich auch. Ich kann mal den Ding immer abschießen. Ah, Mist. Platsch. Was denn? Wenn du den hochhebst, dass du so dran vorbeirollst und dann. Das hatte ich gerade auch vor, aber. Was war das denn? Ja! Vor allem für mich, guck mal, da geht auf einmal so ein Tor zu, ne? Ah! Ich hab den Stick mit mir abgerutscht. Scheiße! Boah, das hast du überlebt, er war. Jetzt schieß! Ja, sagst du so leicht, der ist echt schnell. Den treffe ich doch nicht. Nein! Alter, es kommt überall. Wann macht denn der das? Keine Ahnung. Ob das jetzt Zufall ist oder. Weil manchmal macht er das ja die ganze Zeit. Ja, ja. Weil wenn er sich dreht, bleibt er kurz stehen. Ja, wenn ich beim. Wenn der schlägt, anstatt wegrollt, unter den Arm durchrollt, dann wärst du hinter dem. Ich glaube, jetzt macht er das. Ah, oh, schade. Scheiße. Immer so klein. Jetzt macht er. Jetzt bleibt er wieder stehen. Und dann. Hoffentlich. Scheiße, genau falsch rum. Wow! Wow! Boah, ich hab gar nicht hingeguckt. Alter Falter. Na, wenn du den da mit dem Rücken zu dir hast, dann hast du gewonnen. Jetzt weg und dann hoffen. Scheiße. Na! Ah! Du lebst ganz schön lange. Ja. Ja. Mist. Oh, schade. Nein, das ist falsch. Ja, wäre eh egal gewesen. Schon mit dem Kopf. Nein! Oh, in der Feuer. Kann ich noch. Ja, anderthalb Minuten. Den nächsten jetzt, da muss ich den nicht machen. Ja, der ist möglich, aber muss ein bisschen Glück auch haben oder können. Ich habe schon gemerkt, die Erfolgserlebnisse, wenn du so oft an einem Boss verreckt bist und den dann schaffst, bei der Pflanze und so. Frustrierend nicht. Also bei der Pflanze fand ich sehr spannend, dass du da mit der Taktik sehr überlegen konntest. Macht das jetzt Sinn mit dem Ja, man muss halt alles mal testen, aber das kann man ja hier ganz leicht. Habe ich hier abgeschossen? Nee, du hast ihn noch. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Nein! Das war so knapp! Nein, ah, ich dachte, ich kriege ihn noch. Das war so komm, knapp. Komm, einen habe ich noch. Boah, das war so. Ich hätte wirklich knapp schwören können, dass ich ihn kriege. Wenn er jetzt genau in dem Moment hochgejumpt. Ja. Also, Leute, es ist mit 14 Euro, glaube ich, schon ein bisschen teuer. Ja. Und wie gesagt, es sind 20 Bosse, aber man muss sagen, es macht wirklich. Ja. Wenn man auf sowas steht, macht das ungemein Spaß. Das gibt's bestimmt bei irgendwann bei einem Steam Summer Sale genau. Oder Steam Sale für ein paar Euro. Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich das so ist. Ja, sie sind ja sehr getrennte Meinungen bei dem Spiel. Also ich kann nur sagen, dass es mir gefällt. Ich hätte jetzt auch. Ich habe das auch lustigerweise irgendwann mal bei einem. Als es rauskommen soll, ich glaube, April-Vorschau irgendwo, GameStar oder so, oder
PC Games gesehen und fand das vollkommen uninteressant. Also ich habe erst, als ich mir das dann irgendwo angeguckt habe, zufällig, dachte ich, oh, das sieht ja intelligent aus, interessant aus. Ja, es sind immer, es gibt viele Spiele, wo man vorher immer denkt, das sieht voll scheiße aus oder uninteressant und dann spielt man's und dann... Ja, das wirkt da halt auf den ersten Blick total generisch. Aber bestes Beispiel ist da Minecraft. Alle, die ich kenne, haben zuerst gesagt, dass sie nie gespielt haben. Das sieht doch voll kacke aus, das kann doch keinen Spaß machen, so ein Spiel. Und dann haben sie es gespielt, weißt du, und dann voll suchtig geworden. Ja, ich sag mal, schönstes Beispiel ist für mich da immer Microsoft. Microsoft hat am Anfang, als man die Meinung über Minecraft den gefragt hat, haben sie gesagt, Minecraft ist kein gutes Spiel, das ist, da haben sie gar kein Interesse dran. Naja, ja. Wer hat nachher Notch seinen die Villa finanziert? Wie viel waren das? 2 Milliarden? Ja, das war, glaube ich, fast ein, das war ein Rekord. Da haben sie richtig viel Geld für rausgenommen. Und ich glaube, dass sie das versaut, dass das eine Fehlinvestition war. Wahrscheinlich kannst du dann demnächst so viele Sachen in einem Ingame-Shop kaufen. Kannst du doch schon, Xbox, ich weiß nicht, ob das bei PlayStation 4 auch so ist. Also bei PlayStation 4, da gibt es diese die Skins und Texture-Pack-Skins und dann auch so komische, also Mass Effect-Welt gibt es jetzt. Ah, scheiße. Ach, reingerollt. Ja, ja. Dann ist ja Sven in der nächsten Folge dran. Ja, dann lege ich den mal eben. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.